Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trials of Mana. Wir versuchen mal hier irgendwie, da oben sollen wir hin. Aber wie gesagt, ich durchsuche hier mal ganz gern alles, um, wie soll ich sagen, nichts zu vergessen. Ist ja wichtig. Vorhin haben wir schon unseren zweiten Charakter getroffen und der hat uns einfach so ein bisschen, ja, gehauen. Aber naja, gut, da ist nichts dran. Das hält uns natürlich nicht davon ab, hier alles zu looten, weil die Sachen werden wir jetzt gerade am Anfang vor allem noch brauchen. Später ist Looten für mich jetzt nicht mehr so wichtig, also natürlich teilweise schon, aber nicht mehr so extrem, weil wir dann wahrscheinlich von allem wieder mal einen Überschuss haben werden, wie ich uns so kenne. Schauen wir mal. Kann man mal machen. So, da ist der Nächste, der Hawkey. Schau mal, was der sagt. In dieser Stadt herrscht ein Krieg, den die Leute nie gewollt haben. Das ist heutzutage überall so, auch in meiner Heimat. Was geht da nur vor? Ja, und zwar stehen hier eigentlich alle Charakter, bis auf Charlotte, stehen hier schon in dieser Stadt, weil die eigentlich alle als Ausgangspunkt diese Stadt haben. Die Bestie Männer aus Rolia ziehen tagsüber wie Menschen aus, doch nachts verwandeln sie sich in Tiere. Verlasst in der Dunkelheit nicht das Haus, hört ihr? Falls ihr allerdings die Stadt verlassen wollt, dann best nachts. Sobald sich die Bestienmänner verwandeln, verlieren sie auch ihre Vernunft. Die kommen oft zusammen, um sich im Morgengrauen untereinander zu prügeln. Dann ist es einfacher, aus der Stadt zu schleichen. Viel Glück. Warten wir auf die Nacht. Ich gehe mal in den Herbergen schlafen. Wünsche nur, es wären nicht unsere Wachen, die hier Ärger stiften. Ja. Es gibt nämlich hier immer so, praktisch die eine Person ist praktisch Teil der bösen Gruppe eigentlich, die gar nicht böse sein will. Und das andere ist praktisch das, was angegriffen wird. Wie wäre es mit einem Platz zum Schlafen? Kostet auch nichts, wenn diese besten Männer in der Stadt sind. Kann ich sowieso keine Geschäfte machen. Gut, dann schaffen wir mal. Schauen wir, ob Anschlag gleich mitkommt. So, es ist dunkel. Und sie verwandeln sich zu wilden Bestien. So, flieh aus Yard. Angela, willst du nicht mit? Ja, normalerweise ist es so, dass man an dieser Stelle schon eigentlich einen zweiten Charakter hat, weil Kevin ist hier eigentlich immer ein wichtiger Teil, aber irgendwie Angela pennt und ja. Okay. Ja, diese Ebene ist uns allen vertraut. Ein Mümmlerwald. Ach, süß. Ich frage mich nur, weil Charlotte kommt jetzt gleich und die ist ja Nummer 3. Wundert mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wow, okay, ich muss kämpfen. Wir speichern mal eine Runde. Vorsicht, Server. So, und dann schauen wir mal kurz nach da hinten. An den Strand war irgendwas, aber ich glaube, da kommt man einfach nur später mal an, weil wir müssen eigentlich an alle Orte, die wir jetzt mal besuchen, müssen wir später auch noch mal kommen. Deswegen, wenn wir jetzt was übersehen, wäre es rein theoretisch nicht so schlimm, weil wir später, wie gesagt, hier auch noch mal lang müssen. So. Da ist nichts. So. Und da ist auch nochmal ein Mümmler. Da hinten ist der Schatz so. Ein Engelskelch. So, was haben wir da? Oh, ist das schon wieder was? So, das ist ein Flugding. Ja, es gibt auch Gegner in der Luft. Die sind ein bisschen beschissener. Muss man hochspringen und die dann angreifen und dann halt mit den Sprung runterbringen. Ja, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das sind die nervigen Gegner dann unter den Gegnern. Die hier, das sind die einfachsten Gegner, die es gibt. So. 40 Lucre. Hier kann man sich immer schön heilen.
So, Mümmler und noch Mümmler. Wie gesagt, kein großes Thema. Ich schaue halt immer nur, ob ich irgendwas vergesse, weil ich immer das Gefühl habe, ich vergesse was. Das sind jetzt halt diese Points, die können wir mal ausgeben in so einem Massenangriff. Ja. Machen wir mal so eine famose Faust. Okay, das geht dann auch gut nach hinten. Hm? Okay, wir sind aufgestiegen. Das heißt, wir kriegen wieder einen neuen Punkt hier. Da machen wir jetzt einfach mal weiter. Bei Stärke, weil ich denke, Stärke ist eigentlich das, auf was man bei ihnen achten sollte. Bei anderen sollte man vielleicht mehr auf MP oder Magie oder so achten. Kann ich nicht irgendwie Maps sehen? Ja, hier war Map, okay. Und heute ist Salamandertag. Die Tage sagen dann praktisch, welche der später gefundenen Magien recht effektiv sind. Aber bisher haben wir noch keine Magien gefunden, deswegen ist es ja kein Problem. 50 Lucre und einen weiteren Sachsam. Wie gesagt, die Sachsamen, die findet man schon häufig. Da könnte man mal wieder speichern. Normalerweise geht man eben immer zu der Stadt darunter. Bei Kevin ist das irgendwie wohl dann so hinterher. Ich glaube, wir müssen noch da unten, weil wir dann nicht hin sollten. Jetzt sind die halt auch Stufe 3. Werden halt auch schon ein bisschen stärker. Okay, da müssen wir jetzt eigentlich noch nicht hin, weil da kriegen wir später erst jemanden dann noch. Gehen wir da noch nicht hin, weil ich weiß, dass wir da nicht hin müssen jetzt gerade. Das kommt dann erst. Einmal Schokolade. So. Da hinten können wir dann gleich mal was holen. Nach oben, nee, von oben kommen, wir müssen nach unten. Ja, ich weiß schon, ich spiele zum dritten Mal und ich weiß immer noch nicht, wo ich hier muss. Da. Ein Sachensamen. Wie gesagt, die Sachensamen sind recht cool. Aber jetzt müssen wir mal nach da oben, weil wir nach dem Wendel müssen. Kann man machen, ha. Okay, wir werden rausgeschmissen. Eine unsichtbare Kraft versperrt den Weg. Okay. Ah, komme ich nicht durch. Was ist das? So, dann gehen wir halt in die Stadt nach da unten. Bestiengestalt. Kevin ist zur Hälfte der Bestienmann. Tagsüber sieht er aus wie ein Mensch, doch nachts kann er sich zu einer Bestie verwandeln. Süße kleine Stadt, oder? Seestadt Astoria. Müssen wir jetzt gleich mal looten. Achso. Was haben wir da? 2 Lucre. Nix. So. Da haben wir auch da hinten was. Nochmal 2 Lucre, dass wir uns vielleicht was kaufen können. Ein magisches Seil. So. Na du? Verflixt, ich konnte aus Jardin kommen, aber wegen der Barriere sitze ich jetzt hier fest. Wie die Dinger stehen, werde ich nie nach Wendel zurückkehren können. Er wollte die Barriere beseitigen. Hey Kumpel, wenn ihr es schafft, gib mir Bescheid. Ich schätze, ich werde die Nacht über hier bleiben und später versuchen, einen Weg nach Hause zu finden. Ihr könnt auch hier schlafen. Vielleicht verschwindet die Barriere über Nacht wie von Zauberhand. Man kann nie wissen. Nee. Ein weiterer Sachensamen. 6 Lucre. Wen haben wir da? Niemand glaubt mir, aber ich habe es gesehen. Über der See schwebt ein seltsames Licht. Vielleicht erscheint es heute Nacht wieder. Hm, interessant, ein seltsames Licht. Nochmal 6 Lucre. Müssen wir in die Häuser gehen? Ich gehe eigentlich nie in die Häuser. Nee, da ist auch, glaube ich, nichts drin.
Das Einzige, was mich wieder interessieren wird, sind die Kaktusfratzen. Da werde ich natürlich wieder versuchen, alle zu finden, wenn es möglich ist. Aber jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen shoppen. Wir haben ein bisschen Geld gefunden. Nicht verdient oder so, sondern gefunden. Ist ja auch irgendwie verdient. So, kaufen. Ja, ist besser. So. Da hinten liegt da nichts mehr rum. Nö. Dann haben wir mal das da um. Da ist nichts. Hier nach oben. Und zwar brauche ich von dir auch noch was. Okay, der schläft. Warte mir, ich kann mir eine coole Ausrüstung holen. So, da hinten muss ich auch noch hin, weil da noch eine alte Frau steht. 10 Lucre. Über die Kaskadenkaverne im Osten konnte man bisher zur anderen Seite des Sees gelangen. Leider hat Wendel sie abgesperrt, um die Stadt zu schützen. Okay, begib dich in die Herberge. Werde ich gleich machen. Ja, wir können ja gleich ein paar Samen nämlich einlösen, weil ich habe jetzt ein bisschen was gefunden. Und dann können wir einfach mal pennen gehen. Auf geht's! Sechs Stück bitte. Ja. Und es sollte ansteigen. Bom bom. Schwächeflug. Mikonit, Agelstern. Kraut, Engelskelch. So. Schon fast bei der Hälfte. Ich glaube, wir haben einen Ausrüstungsgegenstand gekriegt. Schwächeflügel. Sag ich doch. Gut, wir müssen schlafen. Bis zum Morgen ausruhen. Schlummer. Ja. Da ist das seltsame Blinken. Fliegt aber gefährlich nah vorbei. Irgendwie böllert draußen schon wieder rum. Hä? Wie jedes Jahr, wenn wir das spielen. Einfach 2 Tage zu früh für Silvester und 2 Stunden. Ein Licht. So. Ein seltsames Licht. Oh, der ist schon wach. Dann verfolgen wir mal das Licht. Was? Fliegendes Licht. Was war das? Noch nie sowas gesehen. Was macht die denn da? Das ist ein böses Omen. Assyrianische... Okay, Untergang. Untergang hört sich jetzt nicht so spaßig an. Okay. Wir brauchen jetzt auch endlich mal Charakter 2, würde ich sagen. Mich wundert es halt, dass wir jetzt eigentlich Charlotte vor Angela kriegen. Weil das kann eigentlich nur so sein. Du hast gewonnen. Ja, wir speichern mal hier wieder. Weil wir sehr viel speichern insgesamt. Irgendwie alle 5 Minuten speichern wir. Wir sind hier Kapitel 1. Das hat noch nicht mal richtig angefangen, das Spiel. So. Komm. So, das mache ich natürlich kaputt. Ein Sachensamen haben wir erhalten. Ja, durch Kämpfe kann man auch Samen erhalten. Was ganz cool ist. Noch ein Sachensamen. Okay. 2 Lucre. Dann ist die Übernachtung schon fast wieder drin. Ja, jetzt ist die Übernachtung wieder drin. So, schauen wir mal. Da oben ist es gelandet. So, sammeln wir noch ein paar Schatztrüchchen an. Einmal Schokolade. Und da oben haben wir nochmal 2 Pilzis.
So. So. Und da oben haben wir jetzt genau was? Ah. Bist du noch am Leben? Ah, mir geht's gut. Wer bist du? Ich bin Kevin aus Ferodia. Ich habe das Licht gesehen. Aber an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. Aha, ich habe keine andere Wahl. Also wirst du wohl hier halten müssen. Warte einen Moment. Okay, wir machen einen kurzen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bye.